Für den Erhalt der Eisengießerei Torgelow gibt es gute Chancen. Aller Voraussicht nach bleibt die Gießerei erhalten, sagte Geschäftsführer Peter Krumhoff. Offenbar soll das Traditionsunternehmen in neue Hände übergeben werden. Am 1. Februar diesen Jahres wurde für die Eisengießerei ein Insolvenzverfahren in Eigenregie eröffnet. Es gab wohl vor allem Corona-bedingt Probleme mit Geschäftspartnern im Ausland. Die Produktion laufe dennoch kontinuierlich weiter, heißt es. Nun soll es wohl mehrere Interessenten für das Unternehmen geben. Die Gießerei stellt vor allem riesige Bauteile für Windkraftanlagen her. Sie ist einer der größten Industriebetriebe in Vorpommern.